Moin Leute, heute geht es ganz schnell darum, wie man Musik wie Fjag macht. Und zwar haben wir ja schon was vorbereitet. Wo ist meine Maus? Lass meine Maus. Okay. Hier ist die Playlist. Zack. Hier haben wir einmal die Drums of Doom, dann die reduzierten Drums, das Sample, zweites Sample, Techno-Stab und dann noch zweimal verschiedene Vox. Das Ganze klingt insgesamt so. Und da geht's auch schon direkt wieder ab. Hier haben wir als erstes die Drums of Doom. Und zwar, zack, wenn wir oben mal reingucken, dann haben wir hier dieses Pattern. Das sollte schon aus den Drum Patterns bekannt sein, die ich, glaube ich, letzte Woche vorgestellt habe. Da habe ich alle Drum Patterns mal abgearbeitet, von Hip-Hop zu Dubstep zu Dancehall zu Drum and Bass und unter anderem auch Techno. Und zwar haben wir hier die typische Four on the Floor. Die Kick klingt dabei so. Die klingt halt schön fett und schön dick und schön rumbelig und ich habe die aus dem offiziellen Sample Pack von Fjag raus. Das ist auf Splice erhältlich. Ich bin kein Partner von Splice, ich benutze es einfach nur häufig und die Jungs haben halt ein Sample Pack rausgebracht. Ganz ehrlich, wenn ihr Drums haben wollt wie Fjag, dann holt euch das Sample Pack von Fjag. Gut, dann haben wir hier einfach 4 on the Floor, einfach zack, dann hier 4 Steps, dann ist es auch direkt schon gefüllt. Nicht zum Beispiel 2 Steps, das ist dann ein bisschen too much. Das hätten wir dann am besten nicht. Gut. Dann, was einem hier schon bekannt vorkommen wird, sind dann hier einmal die Hi-Hats. Die sind hier durchgehend, aber wenn man hier drauf geht und auf den Graph-Editor, dann sieht man das so. Und am besten mache ich das vor, indem ich das hier einmal kurz alles mute und dann... Man sieht schon, die sind zwar durchgehend, allerdings kann man hier mit dem Graph-Editor hier unter anderem die Lautstärke, also die Velocity, anpassen und dann hat man hier quasi so eine Art Sidechain-Effekt ist das schon, aber man spielt halt eigentlich nur mit der Lautstärke. So kann man einfach noch Akzente setzen und den Ganzen so ein bisschen Bewegung geben und so ein bisschen was Treibendes. Das kann man auch mit Notenpitch machen, also mit der Tonhöhe und dann unter anderem auch noch mit dem Panning, also der Verteilung von links nach rechts, also zum Beispiel nur linke Kopfhörer, zack, oder nur rechte. Und das lassen wir jetzt mal so, zack. Und dann könnt ihr halt vieles machen. In diesem Fall geht es halt nur um die Lautstärke. So. Ich habe ja nochmal was, das könnt ihr jetzt wieder wegmachen. Ich habe hier noch ein zweites drin. Das hört sich ungefähr so an. Das ist halt eine Cowbell. Die habe ich im Endprodukt nicht drin gelassen, aber das kann man unter anderem noch machen. Das habe ich auch schon in den Drum Patterns, die ich euch erklärt habe, von letzter Woche noch drin gelassen. Und ich fand es eigentlich, also man kann es da reinmachen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es dann im Endprodukt wirklich drin lassen möchte. Das hört sich dann so an. Und der Rhythmus ist hier ein bisschen anders. Also hier haben wir das und hier haben wir das. Zack, zack, zack. Also ganz, ganz easy. Das hier machen wir mal kurz raus und dann entsolen wir das. Und ach, jetzt habe ich Kacke gebaut. Gut, lassen wir das einfach. Gehen wir auch Stück für Stück durch. Dann haben wir hier einmal PDH One Shot. Das ist halt der einzige Sound, der nicht von Fjag ist. Ich wollte hier einfach eine Open Hi-Hat haben und die hatten da keine, die mir gefallen hat. Und deswegen haben wir einfach die hier genommen. Die akzentuiert halt immer den Offbeat. Zack. Das machen wir raus. Ja, schön stampfend, schön rhythmisch und dann zack. Das ist einfach so der Standard-Techno-Beat schlechthin. Also viel ist da nicht. Wir können auch unter anderem noch ein paar Akzente setzen. Zum Beispiel hier mit der Clap kann man das so machen. Das zeige ich jetzt als nächstes. Und zwar haben wir die Clap. Mit so ein bisschen Reverb drauf. Habe ich das hier noch bearbeitet? Nein. Gut. Aber ich meine, ich hätte das hier gemacht. Auch nicht? Okay, gut. Habe ich alles rausgenommen. Dann ist ja gut. Dann haben wir hier einmal die Clap, die einfach dann nochmal auf die 2 und die 4 kommt. Ja, easy. Und jetzt können wir hier zum Beispiel nochmal was akzentuieren. Ja, damit es einfach nicht so
mechanisch, klingt nicht so steif, ein bisschen abwechslungsreicher, aber Techno ist halt eigentlich auch nicht besonders abwechslungsreich in dem Sinne, ihr wisst, was ich meine, aber könnt ihr halt machen, so ein bisschen hier mit rumspielen ist schon okay und dann gehen wir einfach direkt weiter und zwar hier haben wir nochmal eine Hi-Hat, dann... Ach Gott, ist eher Cymbal, würde ich sagen. Also schon Hi-Hat, aber ist halt auch Open und die gibt den Ganzen noch so ein bisschen, ihr seht schon hier, die ist ganz, ganz leise reingedreht. Die gibt den Ganzen noch so ein bisschen Hintergrundrauschen, würde ich sagen. Einfach so ein bisschen Textur und das Ganze hört sich alleine so an. Ups. Habe ich hier Reverb rein? Ja, hier habe ich Reverb reingedreht. Zack, seht schon, zack. Also hier ist einfach eine sehr, sehr simple Art und Weise, Reverb reinzudrehen, wenn wir einfach hier in einem Sampler seid. Dann könnt ihr da halt Reverb reindrehen und das halt eher quasi wie ein Platzhalter. Aber ich finde, der hat so einen richtig schönen Sound, der einfach nicht gut ist und so richtig schäbig ist. Und ich finde, das passt genau in diese Art von Techno rein. Deswegen habe ich einfach den hier dann gelassen, anstatt da irgendwie einen hochqualitativen Reverb reinzupacken. Gut, mein Ohr juckt mich gerade. So. Ach, perfekt. Nice. Dann haben wir hier halt die Hintergrundtextur. Warum geht das immer wieder mit an? Scheiß drauf. Okay, gut. Dann haben wir insgesamt das, das, das. Und jetzt haben wir hier noch quasi Solo. Ah. So. Das Ganze bringt das Ganze so ein bisschen ins Rollen. Das hier ist nämlich ungefähr unser Bass-Layer, allerdings aus einer Kick gebastelt. Das. Hört sich eher heftig an. Zack, hier, das ist ungefähr das. Und hier haben wir halt so ein bisschen was hin und her probiert, aber dann uns dann zu entschlossen, andere Dinge zu machen. Und hier könnt ihr zum Beispiel einmal einen Low-Pass reinmachen. Hier auf Mode. Fast Low Pass oder einfach nur Low Pass, dann könnt ihr hier quasi einen Low Pass reinmachen. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Ich habe da gerne ein optisches Feedback und deswegen sind wir dann hier auf die 8 gegangen, zack, und haben unseren Low Pass so gebaut. Das ist jetzt immer Farbfilter Pro Q3, aber ihr könnt das auch zum Beispiel mit dem Parametric Equalizer machen. Da könnt ihr einfach zack, wo ist er, zack, könnt ihr einfach zweimal hier rüber gehen, dreimal hier rüber und dann habt ihr auch hier direkt das. Wenn ihr hier drüber seid, könnt ihr hoch und runter scrollen und das Ganze dann auch eher gestalten, wie ihr wollt. Dann zack, so. Und jetzt, wenn man das miteinander vergleicht, sieht schon ähnlich aus. Ihr wisst, was ich meine. Das brauchen wir jetzt allerdings nicht. Deswegen deleten wir das Ganze jetzt nochmal wieder. Und jetzt haben wir hier quasi alles runtergedreht. Aber das ist ja, also eine Kick hört sich eigentlich nochmal anders an. Und zwar haben wir zwei Tools. Ich habe jetzt einmal LFO-Tool gewählt. Allerdings könnt ihr das auch hier... Ups, ach, ich schließe jetzt einfach mal alles, was ich nicht brauche. Zack, zack. So, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, was ich machen möchte. Einerseits könnt ihr hier mit Attack spielen. Zack, ihr werdet sehen, wenn ihr das... Ich mache mir hier LFO 2 aus, dann... So klingt die... Ups. Ja, so klingt die Kick an sich. Aha. Und wenn ihr dann... Ihr merkt schon, die fängt dann an so ein bisschen so wupp, 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 wenn ihr quasi noch den Filter. Ach Mensch, wo kommt das denn auf einmal her? Zack. Und das ist schon ganz nice. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass bei dieser Kick speziell das hier so nicht gut klappt. Deswegen habe ich hier einfach LFO-Tool genommen, wo quasi auch genau dasselbe gemacht wird, bloß einfach ein bisschen flüssiger. Hier am Ende hat man nämlich noch die Funktion, dass es sauber abgeschnitten wird und ich finde, das hat hier besser geklappt als bei dem hier. Das ist auch egal, was ich hier noch eingestellt habe mit Hold und Decay etc. Was Hold, Attack, Decay und Sustain übrigens machen, habe ich auch in einem anderen Video erklärt. Woo! Auch im Anhang nochmal verlinkt. Gut, dann haben wir das und dann haben wir hier unsere Rolling Kick. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal abspielen. Wieder ein bisschen lauter machen.
So an sich eigentlich sehr, sehr nice. Das können wir eigentlich noch ein bisschen leiser machen. Das ist unser Basic Beat. Dann haben wir hier noch einen reduzierten Drum Beat. Zack, wenn wir einmal reingehen, dann merken wir schon, es ist eigentlich alles rausgenommen, außer die Hi-Hats. Das ist der reduzierte Beat. Toll, oder? Wir könnten jetzt hier noch, zack, einmal die Drums mit reinlassen, aber die haben wir alle rausgenommen. Und ich wollte eigentlich hier noch den Techno-Feel drin lassen eigentlich, weil wir haben hier einmal gesampelte Drums. Und zwar gibt es verschiedene Songs, aus denen man einen Drum-Break entnehmen kann. Und ja, benutzt halt auch häufig welche. Und dazu haben wir halt hier, zack, einmal von Lynn Collins, Think About It. Zack. So, das ist der ganze Song. Und hier hinten haben wir schon was gesampelt, das sieht man jetzt schon. Das ist das, was ich hier hinten genommen habe. Und ein bisschen weiter vorne kommt was anderes. Allerdings werde ich euch hier... willkommen zum Copyright Strike der Woche übrigens. Hier, los geht's. Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and we can better do by ourselves. So from now on, you'd better think. There's the thing. Ja, soviel dazu, und hier hinten haben wir einen Drum Break. Wenn wir jetzt hier das zum Beispiel markieren. So, hier halt auch Loop aktiviert. Dann können wir zum Beispiel das hier nehmen. Wir nehmen jetzt mal einen anderen, als wir hier schon genommen haben. Zack, dann nehmen wir den hier rüber. So. Zoom ein bisschen weiter rein, dann drücken wir auf Stretch, weil wenn wir nicht auf Stretch drücken, dann können wir das quasi hier nur so ziehen. Allerdings wollen wir das hier von der Zeit verändern und dann können wir auch hier auf das gehen. Zack, und dann ziehen wir es hier direkt auf die richtige Länge und dann haben wir das hier. So, und jetzt wenn wir zum Beispiel rechte Maustaste gedrückt halten und dann runter scrollen, dann können wir auf das Pinsel-Symbol gehen und dann ziehen wir das hier weiter. So, und dann haben wir das hier. Ohne die Hi-Hats. Da sind halt schon selber welche drin. Und wenn wir das hier zum Beispiel durchziehen. Ups, die haben jetzt gemutet, oder? Ups, lol. Yep. Gut, die haben wir zum Beispiel nicht genommen. Wir haben ein anderes Sample genommen. Wir haben... Genau, und hier haben wir unter anderem noch ein bisschen was drauf gemacht. Das ist hier bei der 10. 10. So. Bei der 10 haben wir noch den Decapitator. Da ist unter anderem ein Saturierer, ein Verzerrer, ein Kompressor und etc. Und da können wir, wenn wir den zum Beispiel ausschalten, hier gibt es einfach so ein bisschen Grittiness. Wenn wir das jetzt mal loopen. Gibt ihnen einfach noch so ein bisschen mehr Edge, ein bisschen mehr Rauigkeit, einfach ein bisschen mehr in die Fresse. Ja. Und wenn wir das dann haben, und dann hier, und dann noch das zweite Sample, was wir genauso wie das andere. So, dann
So, und das Ganze klingt aber noch ein bisschen leer und ein bisschen, und deswegen nehmen wir hier noch die Techno-Stabs mit da rein. Zack, was ist denn das auf einmal? Ja, frage ich mich auch. Und zwar haben wir das dann. Wo bekomme ich denn das jetzt her? Und ihr denkt euch so, nee, jetzt muss ich wieder ein Plugin installieren, was überteuer ist. Aber nein, wir nehmen einfach das Plugin des Jahrhunderts. Das nennt sich Rave Generator. Das ist kostenlos. Könnt ihr euch einfach im Internet runterladen. Ich werde es unten in der Beschreibung verlinken. Und es ist der Hammer, kurz gesagt. Und das nur zu 50% ironisch. Das hier ist halt ein Rave-Stab-Generator, würde ich sagen. Und es ist halt genau dafür gedacht, was es halt auch sagt, Rave-Generator. Ihr könnt halt hier, ich werde das jetzt mal kurz klonen, so, damit wir hier ein bisschen freier arbeiten können. Zack, und dann haben wir hier zum Beispiel und können das da auch von der Lautstärke her ändern. Dann nochmal mit was anderem layern. Techno-Head. Tunen. Zack. Also ist halt genau dafür gedacht, halt Techno-Stabs reinzubringen. So, get ready. Zack, irgendwas. Gehen wir hier mal zum Beispiel in andere Steps rein. Es gibt halt hier drei Steps-Ordner. Es gibt einen Synth-Ordner, einen Voice-Ordner, einen User-Ordner, bla bla bla. Wenn ihr euch fragt, in welcher Tonlage, gibt es bei Techno einfach nicht. Die denken sich aber, fuck that shit so. Das Ganze können wir auch unter anderem noch, wenn wir zum Beispiel hier. Und dann seht ihr auch hier Pitch Envelope und dann Volume zum Beispiel. Also Attack, Decay, Sustain und Release könnt ihr noch anpassen. Wenn ihr zum Beispiel Attack ganz, Decay ganz runter, Sustain ganz runter. Dann hier noch Pitch Envelope können wir noch machen, quasi wie der Ton sich dann über die Zeit verändert. Wenn wir, und dann haben wir noch hier Reverse, Filter und Arcades. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das an letztes ist. Keine Ahnung. Hier haben wir noch Delay direkt mit eingebaut. So. So, das ist halt die Ping-Pong-Funktion, links, rechts, so. Und dann, ja, also ist ein nices Plugin, könnt ihr auf jeden Fall mal reinsehen. Ich bin schon kurz davor, mich jetzt gerade wieder drin zu verlieren, so. Ihr könnt euch auf jeden Fall ein paar nice Sounds daraus bohren und dann deleten wir das hier mal wieder, zack. So, und dann haben wir hier diesen Sound. Nehmen wir Party Children, Weekend, dann noch von der Lautstärke ein bisschen angepasst, zack, 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 zack. Getuned haben wir, glaube ich, nichts und Delay können wir eigentlich noch machen. Fuck that shit. So. Und dann haben wir das insgesamt mit den Steps dabei. So, und wenn wir das jetzt Ganze zum Beispiel, wir können das auch hier rüber machen, auf dem Break. Aber weiß nicht, ich finde es irgendwie besser, wenn es da rausgeht. Ja, das Ganze kann man noch flüssiger machen, aber ich habe es auch ein bisschen verändert, deswegen fuck that shit. Gut, dann haben wir hier noch auch aus dem Rave Generator auch ein paar Vox. Die klingen so. Die. Mann, ich vergesse es immer. I'm gonna dish you right now. So, dann hier auch. I'm
dish you right now. Dish you, zack, haben wir hier aus den Voice. Dish you haben wir. Dann am besten klone ich das direkt mal wieder. Klone, so. Step, Voice, gib mir das. So, was haben wir hier noch? Ich fange an, mich hier drin einfach zu verlieren. Ja, egal. Gut. Ja, das Prinzip sollte klar sein. Zack, dann haben wir hier einmal diese Vox. Und dann als zweites haben wir hier noch dieses, was ich mal wieder nicht eingeschaltet habe. Ihr könnt dazu aber auch Samples nehmen aus, was weiß ich, aus Rap, aus irgendwas, aus Serien, bla bla bla. Auf jeden Fall habt ihr noch so ein paar Vox da drin. Und dann, ich glaube, ich habe die auch noch bearbeitet. Auf 11 habe ich die, genau. Dann habe ich einfach noch Valhalla Plate reingepackt. Valhalla Plate, also Plate ist einfach dieser typische 80er Sound Reverb. Aber ihr braucht den halt nicht unbedingt. Ich habe euch ja schon mal gezeigt. Zack, ihr könnt auch hier und dann Option so und dann hier unter Reverb. Wo ist mein Reverb? Nicht? Okay, gut. Dann fuck it. Dann fuck it. Oh mein Gott, das ist total chaotisch. Aber ey, okay, gut. Valhalla, zack, ihr könnt auch unter anderem einfach Reverb 2 nehmen oder was weiß ich oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, insgesamt, wenn ihr das dann alles ein bisschen arrangiert, also das ist ja sehr, sehr simpel hier noch gehalten, aber wenn ihr das jetzt quasi alles hintereinander ablaufen lasst, dann habt ihr quasi das. Ja, das Ganze muss jetzt noch gemixt werden, noch ein bisschen angepasst. Wir könnten eventuell, ach, können wir vielleicht mal kurz machen. Zack, und dann Ozone 9. Bla bla bla, öffne dich kurz. Dann gehen wir auf den Presets. Genre, Specific, Mastering. Müsste nicht irgendwo Techno sein? Techno, zack. Los geht's. Los.